Herzlich willkommen zum 98. Netzpolitischen Abend hier auf der Seabase. Fast ist es soweit, fast haben wir ganze 100 netzpolitische Abende hier gehalten. Aber noch nicht ganz, dafür fehlen uns nämlich noch ein paar und mit dem einen fangen wir jetzt direkt an. Das ist unser Hashtag für heute Abend, NPA098, falls jemand Lust hat, sich im Internet einzubringen. Falls ihr nämlich Fragen habt, könnt ihr die mit diesem Hashtag über Twitter stellen. Die werde ich dann vorlesen und die werden dann hoffentlich auch beantwortet. Und das ist unser Programm für heute Abend. Wir sind das erste Mal seit einer langen Zeit als Frauen in der Überzahl. Finde ich sehr aufregend. Und genau, als erstes gibt es Lisa Dittmer, sie ist von Reporter ohne Grenzen. Danach kommt Katrin Kirchert und die übernimmt dann die Bühne. Sie ist Rechtsanwältin und auch TÜV-zertifizierte Datenschutzbeauftragte. Und danach gibt es Alexander Sander, den wir nur virtuell dazuschalten können. Und genau, Alex kennt ihr wahrscheinlich alle noch, der ist ehemaliger Geschäftsführer bei der DigiGuess. Inzwischen arbeitet er bei der Free Software Foundation. Und dann würde ich Lisa jetzt auch schon das Mikro überreichen, während ich mich kurz an die Präsi setze. Danke. Kurz an. Aha, okay. Ja, schön, dass ich dabei sein kann in diesen etwas schrägen Zeiten. Immerhin auch an euch hinter den Bildschirmen. Und ja, dann kann es losgehen. Ich bin Lisa Dittmer, ich arbeite seit diesem Jahr für Reporter ohne Grenzen und spreche heute über die BND-Reform 2.0. Warum denn schon wieder 2.0? Tja, aufmerksame Zuschauer werden schon einige netzpolitische Abende zu dem Thema gehört haben. Und zwar zur Reform 1.0, da hat mein Vorgänger schon zugesprochen. Und jetzt wird schon wieder Zeit für eine Reform der rechtlichen Grundlage der Arbeit des Bundesnachrichtendienstes. Warum das Ganze? Im Mai erklärte das Bundesverfassungsgericht das erst 2017 in Kraft getretene Gesetz, das die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes regelt und legitimiert, für verfassungswidrig. Zu wenig Kontrolle, zu weitreichende Eingriffe in die Pressefreiheit und das Telekommunikationsgeheimnis bzw. die Telekommunikationsfreiheit nach unserem Grundrecht, so befand das Karlsruher Gericht. Reporter ohne Grenzen war Teil eines zivilgesellschaftlichen Bündnisses, das gemeinschaftlich mit Berufsgeheimnisträgern verschiedener Sorten dagegen geklagt hat, hauptsächlich Journalistinnen und Journalisten. Und ich will euch kurz präsentieren, ja, was hat es damit auf sich, was hatten wir eigentlich an dem Gesetz auszusetzen und was muss jetzt vor allem passieren? Zunächst mal zurück zu Reporter ohne Grenzen. Ist vielleicht nicht ganz selbstverständlich, dass ihr uns kennt. Wenn ihr uns kennt, dann wahrscheinlich von der Rangliste der Pressefreiheit, die wir jedes Jahr herausgeben. Was machen wir sonst noch so? Wir recherchieren fleißig, wir klären auf über Pressefreiheitsthemen weltweit. Wir klagen an, wenn gegen Pressefreiheit verstoßen wird und wenn Journalisten in Notlage geraten, dann unterstützen wir auch ganz konkret. Wir machen aber auch politische Arbeit für Informations- und Internetfreiheit, für die Pressefreiheit im Internet unter anderem. Und das führt uns gelegentlich auch vor Gericht. So in diesem Fall. So, was hat denn jetzt Internetfreiheit und was haben digitale Rechte mit Überwachung zu tun? Tja, in der Filmwelt wird es immer noch so präsentiert, als wäre nachrichtendienstliche Arbeit ganz viel Shootout à la James Bond und geheime Treffen auf der Parkbank. Das ist in Realität ein klein bisschen langweiliger in dem Sinne. Es hat sehr viel mehr mit Computern und Internetknotenpunkten zu tun. Genauso wie im Journalismus und auch wie sonst in unserem Leben trifft der eigentliche Clash also im Digitalen zusammen. Und so wird auch Pressefreiheit immer mehr beeinträchtigt durch Sicherheitsgesetze, auch in Deutschland, die immer weitere Eingriffs- und Überwachungsmöglichkeiten schaffen und so auch journalistische Rechte und den Quellenschutz im digitalen Zeitalter einschränken. Konkret jetzt aber fangen wir dort an, wo die Geschichte für mich beginnt dieses Jahr, und zwar im Mai in Karlsruhe vom Bundesverfassungsgericht, das nach einer mündlichen Verhandlung im Winter dann im Mai sein Urteil fällte und also klar sagte, Ausland, Fernmeldeaufklärung des Bundesnachrichtendienstes ist in dieser Form, wie es gerade betrieben wird, nicht mehr gültig, ist verfassungswidrig. Warum das Ganze? Strategische Überwachung von Kommunikation zwischen Ausländern hat extreme Ausmaße angenommen. Zur kurzen Erklärung, Ausland, deswegen, weil es tatsächlich um die Überwachung von Ausländerinnen im Ausland geht. Sobald Deutsche involviert sind, springt das G10-Gesetz in Action und auch dagegen gibt es eine Verfassungsbeschwerde, unter anderem von Amnesty International und der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die noch anhängig ist. Insofern wird es auch da in Zukunft noch spannend.
Bei der strategischen Auslandsüberwachung geht es aber vor allem eben um die Überwachung von digitalen Verbindungen und das ganz verdachtsunabhängig, also die Massenüberwachung im ganz großen Stil. Warum wurde das jetzt gekippt? Konkret der BND, und da wird es wirklich zum Grundsatzurteil, ist genauso im Ausland wie alle anderen deutschen Behörden auch tatsächlich an die Grundrechte gebunden und muss diese auch gegenüber Ausländern wahren. Und in dieser Hinsicht ist das also ein echter Meilenstein für die Pressefreiheit. Es hat hoffentlich gute Signalwirkungen innerhalb Europas und auch darüber hinaus, was unsere Rechte gegenüber nachrichtendienstlicher Arbeit angeht. Und was hat das Verfassungsgericht da festgestellt? Das maßgebliche BND-Gesetz, das ja gerade erst 4 Jahre alt ist, missachtet tatsächlich die Telekommunikationsfreiheit und auch die Pressefreiheit nach Artikel 5 und Artikel 10 des Grundgesetzes. Das heißt, Auslandsüberwachung verstößt gegen Grundrechte in dieser Form und muss abgeändert werden. Jetzt hat die Bundesregierung also Zeit, nochmal nachzulegen, und das bis Ende 2021. Das klingt jetzt noch ein Weilchen hin, setzt sie aber unter ganz schönen Zeitdruck. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück für alle, die sich nicht täglich damit beschäftigen, mit diesem ganzen Thema. Und zwar zu einem anderen Meilenstein, und das war 2013, die NSA-Enthüllung von Edward Snowden. Der brachte die Massenüberwachung in dem Sinne, wie sie uns noch nicht bekannt war, und in Mengen, wie wir uns sie vielleicht nicht unbedingt hätten vorstellen können, an die Öffentlichkeit. Die Aufarbeitung dieser NSA-Affäre brachte dann zutage, dass auch europäische Geheimdienste ziemlich tief drin verstrickt waren. Konkret hat unter anderem der BND für den NSA und andere Partnerdienste und natürlich auch für sich selbst Internetknotenpunkte, so einen der größten zum Beispiel in Frankfurt am Main, angezapft, um Verbindungsdaten zwischen Personen abzugreifen und auszuwerten, und das im ganz großen Stil. Besondere Empörung in den letzten Jahren gab es eher für die gezielte Überwachung von europäischen Partnern, auch der Deutschen Bundesrepublik, aber eben auch die Amerikaner, die deutsche Partner ausgeforscht haben, Stichwort Merkels Handy. Was wir aber eigentlich vielleicht genauer anschauen sollten, ist die Normalisierung, die stattgefunden hat in der ungezielten, in der massenhaften Überwachung des Internetverkehrs, die unabhängig irgendeines konkreten Verdachts stattfindet. Und genau die hat ein BND-Gesetz dann 2016 bzw. mit Inkrafttreten 2017 legitimiert. Das heißt, es gab gar nicht den großen Aufschrei, der irgendwie Dinge politisch radikal verändert hätte, sondern stattdessen fand eigentlich eher das statt, was die Zivilgesellschaft dann laut beklagt hat. Man hat legitimiert, was man eh schon betrieben hat. Vielleicht am allerkrassesten hat es ausgerechnet ein anonymer BND-Mann selbst im NSA-Untersuchungsausschuss mal formuliert. Er hat es auf den Punkt gebracht, Daten von Ausländern sind zum Abschuss freigegeben. Das ist einmal grundsätzlich problematisch, weil es Grund- und Menschenrechte und demokratische Werte natürlich grundsätzlich in Frage stellt. Vor allem aber ist es problematisch, weil wir alle irgendwo bzw. in den allermeisten Staaten erst einmal Ausländer sind und damit das Ganze nicht nur ein Ausländerproblem ist, sondern auch für deutsche Bürgerinnen und deutsche Bürger ziemlich relevant ist, sobald wir an nicht deutsche Nachrichtendienste denken. Problematisch wird es für die Journalistinnen und Journalisten mit den Enthüllungen unter anderem des Spiegels in diesem Kontext 2017. Der stellt fest, der BND hat auch im großen Stil ausländische Journalisten, beispielsweise der BBC, der New York Times oder Reuters, abgehört und ausgeforscht. Das ist natürlich eine dramatische Nichtachtung der Pressefreiheit und verkennt vor allem aber auch die Dimension der internationalen Zusammenarbeit zwischen Journalisten, die längst Realität ist und womit Deutsche gar nicht so leicht rauszufischen sind, wie die Bundesregierung es uns vielleicht glauben machen möchte. Deswegen, das haben wir zum Anlass genommen, um eine Klage zu starten. Und zwar hat Reporter ohne Grenzen 7 Journalistinnen und auch weitere Berufsgeheimnisträger zusammengebracht mit Unterstützung der Gesellschaft für Freiheitsrechte und zahlreicher Journalistenorganisationen, wie ihr seht. Und wir haben in Frage gestellt, ob Pressefreiheit wirklich ein deutsches Recht oder nicht ein grundsätzliches Recht ist, das allen zusteht. Das haben wir in Form einer Verfassungsklage eingereicht. Das dauert gemeinhin ein kleines Weilchen, bis es dann dazu Urteilsverkündung kam, und im Winter war es dann soweit, dass es zur mündlichen Verhandlung kam. Sorry, im Hintergrund sind ein paar technische Probleme. Ich hoffe, ihr hört mich weiter.
Und so kamen spannende neue Informationen zutage, auch im Kontext von journalistischen Recherchen natürlich. Es gab eine zweitägige, sehr intensive Verhandlung, in der der BND selbst Auskunft geben musste über seine Arbeitspraxis, aber in dem Kontext wurde auch reichlich recherchiert. Ich glaube, so eine Kernfeststellung aus der Zeit war, wie das eigentlich funktioniert und in welchem Ausmaß auch der BND Daten abfischt. Konkret laut Aussage von ECO, dem Betreiber eines der größten Internetknotenpunkte der Welt, durch die also unsere Daten durchlaufen und durchgeleitet werden, der stellte fest, bis zu 1,2 Billionen Verbindungen könnten täglich vom BND ausgeleitet werden. Real sind es ein bisschen weniger, aber immer noch hunderttausende Metadaten täglich und auch konkrete Inhaltsdaten an die 150.000 täglich werden daraus gefiltert und zu Berichten durch den Nachrichtendienst verarbeitet. Was passiert da genau? Da werden erstmal Daten grundsätzlich ausgeleitet, die von Deutschen werden so gut es geht direkt aussortiert, qua IP-Adressenbestimmungen beispielsweise. Ob das aber immer so gänzlich astrein funktioniert, das können wir letzten Endes auch nur durch gute Kontrollen wissen, die natürlich uns als Bürgern nur sehr begrenzt transparent zur Verfügung stehen. Das meiste davon findet natürlich im Geheimen statt. Dann läuft das Ganze über sogenannte Selektoren. Das ist BND-Sprech für Suchbegriffe. Das können einmal konkrete Verbindungen sein, wie E-Mail-Adressen oder Telefonanschlüsse. Es können aber tatsächlich auch Suchbegriffe sein, mit denen dann nach bestimmten Begriffen gesucht wird, ob es nun chemische Verbindungen sind. Es gab auch schon einige Zwischenfälle. Lustiger Fact aus der mündlichen Verhandlung war, glaube ich, man hat zwischendurch auch mal nach Bombe gesucht und dann festgestellt, der Begriff Sexbombe wird auch relativ viel genutzt. Und insofern musste man da reichlich aussortieren. Nun aber kommt es zum Urteil im Mai und da wird es so richtig spannend. Wir waren höchst erfreut, dass also tatsächlich diese Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung so gekippt wurde in dieser Form. Der BND darf erstmal weitermachen, bis er ein neues Gesetz aufgestellt hat. The show must go on. Aber klar ist, die Bindung der Bundesregierung ans Grundgesetz ist nicht auf das deutsche Staatsgebiet begrenzt. Das heißt, diese künstliche Trennung zwischen den Rechten von Deutschen und begrenzt auch noch EU-Bürgern und dem Rest der Welt, die ist jetzt erstmal in Frage gestellt. Für uns als Journalisten und Menschenrechtsorganisationen ist auch entscheidend, es müssen besondere Anforderungen an den Schutz von Vertraulichkeitsbeziehungen gestellt werden. Das heißt, Berufsgeheimnisträger, die in Deutschland eh einen Schutz genießen, das sind nicht nur Journalisten, sondern auch Ärzte, geistliche Anwälte, die müssen jetzt endlich besonders geschützt werden und deren Überwachung an höhere Hürden gesetzt werden. Was will jetzt RSF? Was wollen wir als Reporter ohne Grenzen bei dem Thema? Klar ist, der Schutz vertraulicher Kommunikation zwischen Journalistinnen und ihren Quellen bedarf dringend eines besseren Schutzes. Wann immer Journalisten im großen Stil abgehört werden, geht Vertrauen in die Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen ihnen und ihren Quellen verloren. Und das bedeutet für die Demokratie auch einen erheblichen Verlust an möglicherweise relevanten Geschichten und Infos über Missstände in unseren Gesellschaften. Und deswegen muss sich da ganz dringend was ändern. Das muss nicht nur gesichert werden, sondern so ist es den Geheimdiensten gemein, das Ganze findet im Geheimen statt, auch die Kontrolle ist geheim, aber sie muss effektiv sein. Das heißt, auch auf dem Gebiet muss ich wirklich was tun. Entscheidend wird es aber bei der Frage nach der Definition. Wer darf denn jetzt diesen Journalismusbegriff eigentlich definieren und wie tut er das? Denn das ist gerade beim Begriff Journalismus reichlich schwierig und schon eine Diskussion, die seit Jahrzehnten läuft. Denn so klar ist es nicht. Glücklicherweise definiert sich Journalismus nicht nur darüber, dass man eine @New York Times-Adresse hat oder einen deutschen Presseausweis, sondern letzten Endes definiert sich, finden wir, durch Prozesse bzw. durch die Funktion, die man in einer Gesellschaft erfüllt. Das heißt, wenn ich bestimmte Mindeststandards an glaubwürdigen Journalismus erfülle, dann habe ich diesen Schutz zu bekommen und dann ist er auch zu achten. Das heißt, auch Menschen, die vielleicht keine große Institution im Rücken haben, keine große Redaktion, müssen trotzdem diesen Schutz, der muss denen gewährt werden und das muss vollkommen unabhängig sein von der Lage, in der sie berichten. Das ist nicht ganz unwichtig, denn viele von den Journalisten und Bürgerjournalisten oder Bloggerinnen, die wir so begleiten in unserer Arbeit, leben in reichlich unfreien Staaten, in denen ihnen der offizielle Begriff Journalist meist verwehrt wird. Was ist uns noch wichtig? Dringend wäre mal nötig, dass wir mal ein Sicherheitsgesetz erleben, wo es keine gleichzeitige Befugniserweiterung gibt.
Das heißt, in den letzten Jahren haben wir erlebt, die Schutzrechte von Journalisten werden immer weiter eingeschränkt, gleichzeitig neue Befugnisse geschaffen. Und diesmal sollte das Signal eigentlich recht klar sein. Es wird Zeit für mehr Schutzrechte und weniger neue Befugnisse, aber es wird vielleicht für einige nicht als komplette Überraschung kommen. Netzpolitik leakte letzte Woche den ersten Kanzleramtsentwurf zum Thema. Das ist noch kein Regierungsbeschluss, der kommt noch. Aber es ist sicherlich ein guter erster Eindruck, was unsere Bundesregierung so will. Und was ist die Feststellung? Netzpolitik.org titelte eine neue Lizenz zum Hacken. Das heißt, erstmal wird da wieder was legitimiert, was der BND schon längst tatsächlich praktiziert, aber noch nie gesetzlich legitimiert bekommen hatte. Es schafft neue Spielräume und das ist erstmal ganz zentral. Es schafft neue Spielräume zum Hacken ganzer Netzwerke. Da geht es nicht um die gezielte Überwachung einzelner Personen, sondern tatsächlich das gezielte Eindringen in ausländische fremde IT-Infrastrukturen, also auch Cloud-Dienste, über die vielleicht nicht nur der einzelne Terrorist kommuniziert, sondern eben sehr viele Menschen und wo mal wieder so einiges an Infos durchs Radar fallen könnte. Also Überwachung unter Kontrolle, naja, ist vielleicht unsere Antwort. Es ist ein Anfang. So viel müssen wir schon sagen. Es ist ein wichtiger Schritt, dass Schutzrechte, dass Vertraulichkeitsbeziehungen grundsätzlich anerkannt werden und dass dieses Gesetz, da kommt auch die Bundesregierung um das Urteil des Verfassungsgerichts nicht herum, dass das diese jetzt zumindest benennen muss. Gleichzeitig erleben wir aber, dass es doch wieder eine Relativierung der Schutzrechte gibt. Das heißt, es gibt zahlreiche Einschränkungen. Da, wo Journalisten eigentlich gerade als besonders schützenswerte Gruppe eingestuft wurden, werden sie im nächsten Schritt doch wieder als spannende Informationsgeber definiert. Und deswegen beispielsweise, wenn es allein der politischen Unterrichtung der Bundesregierung dient, dürfen sie weiter frei zum Abschuss freigegeben werden und ihre Daten dann doch wieder eingefangen und ausgewertet werden. Solange ihnen eben keine direkten Repressalien dienen und diese Informationen nicht frei mit anderen Partnerdiensten geteilt werden. Aber die Entscheidungsspielräume, wer jetzt Journalist ist, wann geschützt wird und wo die Grenzen gezogen werden, wann eine schwerwiegende Gefahr, so eine Ausnahme zum Beispiel, rechtfertigen würde, das findet größtenteils weiterhin abseits effektiver Kontrollen statt. Ein großer Faktor war ja, dass uns eine effektive Rolle der Kontrollinstanzen versprochen wurde. Leider schafft es die Bundesregierung erneut nicht, da verschiedenste Kontrollinstanzen zusammenzubringen, sondern stattdessen wird wieder eine neue in dem Sinne geschaffen und die wird vor allem ohne ein sogenanntes kontradiktorisches Verfahren geschaffen. Was bedeutet das? Uns fehlt ganz dringend eine Stimme der Zivilgesellschaft in diesem Forum. Das sind 6 Juristinnen und Juristen, die da entscheiden dürfen und die eine riesige Menge an Anordnungen begutachten werden in Zukunft. Das ist ein positiver Step. Die kriegen etwas mehr Personal zur Seite gestellt und mehr Möglichkeiten des Einblicks. Aber was letzten Endes fehlt, ist die Gegenstimme zu der des BNDs, die auch mal kritisch hinterfragt, ist das wirklich so nötig? Gleichzeitig werden Kontrollinstanzen eigentlich ganz zentrale Informationen vorenthalten. Das heißt, die einzelnen Suchbegriffe beispielsweise muss der BND selbst der Kontrolle gegenüber gar nicht offenlegen, sondern er muss eben nur allgemein rechtfertigen, warum so eine Überwachung denn Sinn machen würde. Und wir sehen eben diese weitere Legitimierung weiterer Befugnisse. Gerade Hacking ist ja nun was man nicht mal ebenso für okay erklärt, sondern was weitreichende Folgen haben wird in der Praxis und definitiv auch anhand einer breiten demokratischen Diskussion erörtert werden sollte. Aber an der Stelle lasse ich es erstmal gut sein und sage, keep the distance, auch an den BND. Wir brauchen neue Grenzen, wir brauchen klarere Grenzen. Und ja, ich bin gespannt auf den weiteren politischen Prozess. Es war mir eine Freude, euch einen kleinen Eindruck zu geben. Dankeschön.